Hallöchen, ihr Lieben. So, ich glaube, das ist jetzt so langsam das erste Video, was ihr seht von mir. Ich werde es wahrscheinlich in einzelnen Sequenzen schon gesagt haben. Die meisten wissen es ja sowieso, warum ich so lange gefehlt habe, weil ich mich von meinem Knuffi Luis verabschieden musste. Der ist wegen Altersschwäche, ja, bei uns eingeschlafen. Vom 13.02. auf den 14. Ausgerechnet dann immer so schön zum Valentinstag. Ich meine, okay, das Datum ist jetzt wirklich egal. Klingt gerade so, kannst du nicht am anderen Tag einschlafen, aber es war irgendwie so zusätzlich so, ja. Aber das Positive, was ich sehe jetzt mittlerweile, wo ich wirklich so durch die Vlogs, ich hatte keinen Nerv, irgendwie so Halligalli zu spielen und wollte jetzt auch nicht so knüppelharte Trauervideos raussenden. Da geht ja auch jeder anders mit um. Deswegen in den Legungen, die ich mache auf dem Kanal, auf dem anderen, ist es ja immer so, dass man sich da konzentriert und da hat man keine Chance nachzudenken in der Trauer. Und jetzt haben wir über eine Woche später, wir haben heute den 24. Und es geht, es wird jeden Tag besser, besser, besser. Mein Kopf hat sich so langsam auch dran gewöhnt, eben nicht dieses kleine Wollknäuel mehr am Hacken zu haben. Kuscheleinheiten statt zwei Leinen, eine Leine. Gassi ist leer. Der Frechdachs ist einfach leer. Und ach ja, ich merke, umso mehr ich davon rede, merke ich, dass auch schon wieder so stockt. Aber es muss vorwärts gehen. Und wie gesagt, ich bin froh, dass ich die Entscheidung nicht machen musste. Er ist eingeschlafen, hat auch gegessen und getrunken bis zum Schluss. Also das hat ihm geschmeckt, eine Roulade hat er noch mitgenommen, also von meinem Tellerchen hat er noch Rouladensoße geschleckert und ich glaube 20 Minuten später ist er eingeschlafen, hat mich einfach nur mal so angeguckt, wo ich dann so dachte, so warum guckt er mich so erschrocken an, und dann habe ich instinktiv aber auch schon irgendwie so, ja, also nicht damit gerechnet, dass er jetzt einschläft, aber es war irgendwie so, mir hat er damit gezeigt, so als ob er selber einen Schreck bekommt, ja, dass er weiß, so jetzt ist der Abschied da. Naja, und dann habe ich ihn gestreichelt, zweimal, dreimal. Habe ihn ja eh die ganze Zeit gestreichelt, weil er hat so zwei tiefe Atemzüge genommen. So richtig wirklich so wie Befreiungszüge. Nicht mal, dass er irgendwie erstickt, sondern er ist bei diesen zwei tiefen Atemzügen einfach so entspannt eingeschlafen. Ich natürlich mit Rotz und Wasser da, ne, aber habe ihn das auch nicht spüren lassen. Hab ihn wirklich so gehen lassen, unter meiner Hand, so beim Streicheln. Ach, das war total... Oh. So, jetzt aber. Ich war bei DM. Ich will einfach nur mich wieder ein bisschen reinfinden, dass es jetzt auch nicht so überlang wird. Ihr wisst, so berauschend, oder es ist meine Laune, glaube ich, verständlich, dass ich da jetzt nicht an den Kosmetiksachen unbedingt stehen bleibe. Und naja, Lidschatten kennt, da habe ich alles voll. Aber es ist einfach noch so schleppend. Was ich aber brauchte, ich habe für 7 Euro noch was, so eine Color Tabs mitgenommen. Mag ich eigentlich überhaupt nicht, ja. Frag mich nicht, warum ich danach hingegriffen habe. Vielleicht, weil mir die anderen Sachen zu teuer vorkamen mit 15 Euro. Ich habe keine Ahnung. Per Woll, dieses Lila, ne, nehme ich ja jetzt wirklich auch kontinuierlich schon. Aber ich wollte mal wieder so eine Abwechslung drin haben und dachte mir, ach komm, nehmen wir das mit. Haben wir jetzt von Spiel. Dann gab es einen Weichspüler, da stand Ariel drauf. Also ich denke, das ist der frische Duft. Das wäre ja toll. Ja, nicht wundern. Ich bin hier gerade am Nägel machen für die Produktpräsentation mal wieder. Lenoir Weichmittel, vor allen Dingen Weichmittel. Da war ja alles falsch. Weichspüler mit frische Technology von Ariel. Freshness Guard. Oh, ich hoffe, ich kann was riechen. Doch. Ah ja, erinnert mich sofort an diese Perlen von Ariel. Die Wäscheparfümperlen. Sehr frisch. Angenehm, sehr, sehr frisch. Leichte Minze, ja, also eine absolute Frische. Könnt ihr ja mal gucken. Die beiden. Warum stelle ich da meinen Beutel wieder runter?
Dann, ich stelle das mal alles hier hin, weil Giselle war ja bei. Haben wir uns erstmal eine Gönnung Nasenspray geholt. Ach, das hat sie sich schon rausgenommen unterwegs, stimmt. Aber ich mir gleich mit, das Meersalz Nasenspray, weil ich habe das Gefühl, durchs Heulen und die Grippe gleichzeitig sitzt hier irgendwo alles an der Schädeldecke. Ich nehme schon alles zusätzlich und mir geht's auch wieder besser. Ja, das kam ja noch dazu, dass ich dann genau da zu dem Zeitpunkt eine Grippe bekommen hatte. Richtig quer weggehauen. Und das ist ja für die Reinigung und Befeuchtung mit 100% naturreinem Meerwasser. Ja, mitgenommen. Sekundenkleber mitgenommen. Ihr wisst, damit klebe ich, wenn es sein muss, auch meine Tipps an vor der Nagelmodellage, weil das die ganz normalen Acryl... vielleicht sollte ich nochmal lernen zu sprechen. Acryl... Zylate? Oh, wo ist mein Kopf hin, ey? Das gibt's gar nicht. Ey, entschuldigt. Das wird nicht sonderlich lustig. Acrylate. Acrylate ist ja Acryl. Ich hab's wieder im Kopf, wenn ich das Video ausmache. Auf jeden Fall ist das vergleichbar von den Inhalten wie ein Nagelkleber. Nur die äußere Packung. Aber ihr könnt gerne natürlich weiterhin das kosmetische Nagelkleberzeugs holen. Nur die Inhaltsstoffe sind gleich. Ja? Acrylazylate. So, danke. Klingt auch irgendwie falsch. Dann habe ich hier ein Invisible Trockenshampoo. Ey, bitte seht's mir nach. Ich saß lange nicht mehr hier vor. Coco Water Duft. Invisible Trockenshampoo. Das ist dieses. Man soll es schütteln, shake it, Tonerde und Reisstärke. Na, Hauptsache habe ich hier nicht irgendwie... Ich probiere es mal ganz vorsichtig, ja? So, wartet. Ich weiß sowieso nicht, warum meine Haare zurzeit so weich sind, ja? Ich bin nicht mal derjenige, der die alle 2-3 Tage wäscht. Also, wenn es hochkommt, 2-mal die Woche, weil soll ja auch nicht so gesund sein. Aber habe ich überhaupt noch Haare am Kopf? Ja, Moment. Oha, also wer auf Koko steht, könnt ihr machen. Und das ist hier kein Pulver, sondern das kommt wie eine Nässe raus. Das ist ein nasses Spray. Könnt ihr das sehen? Hier? Daher logischerweise auch ohne Rückstände. Jetzt muss ich es nur noch vertragen an der Kopfhaut. Sofort Frische, Antifetteffekt und Volumenboost. Ohne sichtbare Rückstände, ja, das glaube ich dann. Ja, Fruktis. Shaken mit 30 cm Abstand gleichmäßig auf den Haaransatz sprühen. Also ich habe es jetzt natürlich nur probiert. 2 Minuten einwirken lassen und sanft einmassieren. Haare durchbürsten und einfach stylen. Ja, 3 € noch was. Aber riecht sehr schön. Also wer Kokos nicht mag, lieber die Finger von lassen. Da gab es noch eine andere Sorte. Die war, glaube ich, für strapaziertes Haar oder voluminöses Haar. Weiß ich nicht. Dann mussten meine 2 Lieblinge als Backup mit, weil oftmals ist jetzt das Fach leer und das sind ja meine Must-Haves. Meine Nummer 1 unter den Mascaras. Mascaren. Keiner weiß, wie es heißt. Wimperntuschenprodukte. Komme ich super mit klar, mich haut einfach keins vom Hocker. Natürlich muss man hier bedenken, mag man es wuchtig, mag man es getrennt, mag man es lang, mag man es geschwungen. Das sind natürlich alles die Unterschiede, wo sich Mascaren auf jeden Fall unterscheiden. Aber ich mag es sehr wuchtig, bombig, bumm, ja, so bäm. Und das sind nun mal die, die ich am liebsten nehme. Ich greife zu gar keinem anderen mehr. Ich habe meine ganze Schublade habe ich hier voll mit. Kann ich ja mal kurz rausholen. Mit wunderschönen Produkten wahrscheinlich, sicherlich. Ja, also hier ist mein Mascara-Fach. Hier seht ihr, sind meine 2, die ich in Benutzung habe. Hier ist noch ein anderer, der ging so. Ja, der ging so von der gleichen Firma. Aber ich bleibe hier immer wieder kleben. Und natürlich werden die hier alle toll sein. Aber ich, was soll ich denn machen? Ich komme da nicht weg, ja?
es tut mir leid. Also tut's mir nicht, aber es tut mir leid für den langweiligen Content, dass ich dann nichts anderes ausprobiere. So, zu den Highlight-Dingern kommen wir gleich. Dann hat sie Giselle. Davon scheint sie begeistert zu sein. Das ist das zweite Mal. Like a Boss, die Lash Mascara von Essence. Die ist waterproof. Ich zeige euch die mal rein. Die sieht so aus von Essence. Schönes Hellblau. Aber ist ja eigentlich auch egal. Der Inhalt soll ja stimmen. Oh, was ich cool finde, ist ja auch die gleiche Firma, wo ich meine Lieblinge hier benutze. Aber die Bürste ist cool, weil ich mag ja diese Silikonbürsten überhaupt nicht. Das ist auch so Persönlichkeitsfaktor. Das ist Giselles. Und dann kommen wir jetzt dazu. Da brauche ich jetzt meinen Spiegel definitiv. Und ich brauche einen Spongy, den ich vorher nass mache. Da nehme ich hier mein Aquaspray und hier so ein bisschen Ei. Werde das mal schon hier nass machen, anfeuchten, weil ich glaube, das verblende ich dann besser. So, es geht darum, wir haben uns die gleiche Nummer mitgenommen, sieht sehr dunkel aus. Das ist das 4-in-1 Glow Make-up von Maybelline, Instant Anti-Age Perfector. Das ist ein Glow. Sie hat gesagt, sie würde es unter das Make-up benutzen oder unter dem Make-up. Wir haben die 02, weil wir ins Solarium gehen. Ein bisschen erschrocken habe ich mich, ja, weil das da nun echt dunkel aussieht. Aber auf der Hand haben wir dann den Tester testen können und der war gar nicht so dunkel nach dem Verblenden. Entschuldigung. Oder entschuldigt. Wie kriege ich denn das hier auf? Turn. Remove. Ach Mensch, schlechte Vorbereitung. Ich krieg das nie auf. Mach mal auf hier. Oh. Mann, ich wollte hier nicht schneiden. Ihr kriegt das nie auf hier. Remove. Mein Gott. Ey, das ist ja wirklich doppelt und dreifach hier zugeklebt. Na, da freue ich mich ja mit meinen Fingernägeln. Da habt ihr jetzt mich in einer Situation erwischt, wobei ich glaube, das kriegt man nicht mal mit Naturnägeln hier ab. Das ist ja so fest. Einfach mal so ein kompletter Industriekleber rumgedödert. Mann, da kann auch nur. Es ist offen, meckert man. Ihr Schweine benutzt Tester. Dann hat man es hier in der versiegelten Form. Und jetzt wartet. Dein Ernst? Oh, ey, ich popel hier gerade. Hä? Ey, was ist das denn? Bin ich zu bescheuert, hier den Anfang zu finden? Das geht doch bestimmt wieder voll einfacher. Ich krieg das nicht auf. Wo ist denn hier der Anfang? Ey, meine Kappe ist gleich sowas von zerschrubbt. Oh. Hier, das war alles dieser Kleber oben. Einfach nur so ganz dünn rumgeklebt. Ich hab's nicht hinbekommen. Jetzt klebt mir das am Finger hier dran. Ich krieg da eine Krise. So. Jetzt aber. Huh. Hier ist keine Beschreibung. Na schön. Also drehen, bis wir das nach oben pumpen. Oh ja, hört man schon so ein bisschen. Auf jeden Fall hat es auf der Haut richtig schön glänzend ausgesehen. Alle kriegen sie was raus, nur ich nicht. Drehe ich in die falsche Richtung? Nee, es geht nur in eine. Ah, haha, da kommt's durch. Seht ihr? Muss man ein bisschen pumpen. So, ist ja auch ein Erstgebrauch, ne? Jetzt sehen wir das Ganze. Na, heilige. So, jetzt haben wir's. Also eigentlich ist der Applikator ganz cool. So, haben wir es jetzt wirklich? Ja, jetzt ist es draußen. Also man braucht hier gar nicht so dolle Angst zu haben. Hab mich gerade gewundert, warum riecht das so süßlich? Und das gibt so einen richtigen Bronze Glow.
je nachdem. So, man kann es, bei mir stand BB Cream, also kann man es auch wirklich ohne Make-up tragen, war eigentlich der Sinn und Zweck, den ich mir dachte, weil ihr wisst, ich mag das ja nicht so zugeklatscht sein. Man kann es schön ablegen durch diesen Applikator. Wirkt ein bisschen gelblich, ist bei mir aber perfekt dann, die 02. Und ihr habt hier wirklich wie so ein Bronzer-Effekt. Also, ich zeig euch das mal. Guckt mal, wie das schimmert. So, und wenn man natürlich jetzt nicht komplett schimmern möchte und das wirklich als Unterlage, als Primer-Ersatz nehmen möchte, dann kann man das tun. Aber dadurch, dass ich hier mein Ei befeuchtet habe, werde ich das einfach nur verblenden. Und dann hat man so einen richtigen strahlenden Ton. Ja, also ich würde mir nichts drauf machen. Tut mir leid, Giselle. Also meine Tochter. Mach mal als Unterlage. Ich bezweifle immer, dass wenn es als Unterlage dann drunter ist, dass dieses Make-up dann überhaupt noch was durchlässt. Kommt natürlich drauf an, ne? Aber ich finde es ganz gut. Mega. Gibt es auch noch helle Töne? Aber der helle Ton 01 war zu blass. Und wenn man davor steht, denkt man sich erstmal so, ach du Scheiße. Funktioniert niemals, aber ich hab's drauf, ja. Also ist wunderbar, eine leichte Textur mit sehr viel Bronzer-Effekt, Highlight-mäßig, ja. So richtig schön. Und ja, man sieht hier keine Flecken, also ich momentan noch nicht. Sieht sehr gut aus, liegt sehr leicht auf der Haut. Und das ist von Maybelline 4 in einem Glow. Müsst ihr mal gucken, ob euch das zusagen würde. Ich halte es mir jetzt so rein. Geht ja auch nicht anders mit der Hackenkralle hier. Und ja, also das ist ein Produkt. Zwar nicht ohne mit 15 Euro, also knapp 15 Euro. Nur es scheint wirklich sehr ergiebig zu sein. Und dieses Leichte gefällt mir einfach, ja. Es ist wirklich sehr schön leicht drauf, ihr Lieben. So, das war's. Wenig Produkte, lange hier gerade ausprobiert. Ich saug sowieso. Hoffe, ihr habt ein bisschen Verständnis für meine Pause. An jeden herzlichen Dank, der so lange gewartet hat. Alles Gute euch. Bis zum nächsten Video. Tschüssi, bleibt gesund. Und jetzt Knipsaline. Tschüss.